Herzlich willkommen zur nächsten Monster Hunter 3 Ultimate Edition Episode hier auf Weeblay Games for You. Ich bin so Ivo und wir sind hier oben gelandet und können erstmal eine Runde was sammeln. Das ist ganz cool. Wer es noch nicht kennt, ich kannte das bis vor kurzem auch noch nicht. Das ist so, wie ich das jetzt herausgehört habe, dass man hier oben zufällig landen kann bei allen High-Rang-Quests. Ich vermute dann auch bei den G-Rang-Quests. Ja, gibt's halt einfach ein bisschen was zum Sammeln. Gibt's in jedem Gebiet halt irgendwie so eine Stelle, wo man landen kann. Ja, wir machen den Lagia-Gruß, den Elfenbein-Lagia-Gruß, den man ihn da unten auch schon sehen kann. Ich pinge da schon mal für den Red. Auch wenn ich jetzt hier oben noch den Mist schnell einsammeln, aber der braucht ja sowieso einen Moment, bis er da ist. Das ist die dringende Quest für den Red, damit er auf den 5. Jägerrang aufsteigt. Heißt, haben wir ja das letzte Mal schon drauf zugearbeitet, dass das endlich klappt. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich hoffe, die Qualität von dem Video ist in Ordnung. Weil ich das Ganze mal wieder mit meinem blöden Tool hochladen muss. Da ist nicht renderbar, war die Datei. Ich hoffe, dass ich es irgendwie wieder hinkriege und deswegen hoffe ich einfach mal, dass das klappt. Wenn wir ja dann nerven. Ja. Ich meine, so viel gibt es zu dem ja nicht zu sagen. Den haben wir jetzt bestimmt auch schon 4, 5, 6 Mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es von dem eine gute Rüstung gibt, von dem Kram, das man von ihm bekommt. Das könnte ich mir eventuell auch vorstellen, weil die Lagia-Gruß-Rüstung, die geht von dem Grundart oder Hauptart, ist ja auch relativ gut gewesen. Da haben wir ihm super schnell den Bauch aufgeschickt. Das war natürlich cool, muss ich sagen. Ja, da kriegen wir ein bisschen Elektrofarm ab. Ja, ich denke, ich muss mir das nicht mehr angucken mit der Rüstung, die könnte wirklich sinnvoll sein. Block, Block, sehr gut. Abrufen Bauch. Ja, die nächsten Tage werden wohl noch etliche solche Online-Episoden kommen. Ich denke, wir werden locker noch 2, 3 oder 4, ich weiß es nicht genau. Weil ich habe zwischendurch auch noch mit dem Plane gespielt. Und ja. Haben wir da auch noch ein bisschen was gemacht. Mit dem Red habe ich danach noch ein bisschen was gemacht. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was da. Oh, das war blöd. Da sind wir einfach mal drauf gegangen. Da konnte ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. An den Fail. Gut, gut, gut. Da schreibe ich wohl gerade etwas noch. Ist ja ein bisschen ätzend mit dem Gamepad da was zu schreiben. Aber nein. Muss man sich dran gewöhnen. Brauchen eine neue Rüstung, aha. Ja, wie sind wir ja aktuell am Farmen mit dem Gletscher-Aknaktor, auch wenn das eben definitiv mein Fehler war, dadurch, dass ich mich nicht frühzeitig geheilt habe. Würde ich sagen. Von daher abhaken, weitermachen. Müssen wir natürlich erstmal wieder hinrennen. Ja. Lauf, 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 lauf. Ich frage mich ja momentan, ob es nicht auch irgendwie noch andere indische Spiele wie Monster Hunter gibt. Und die man let's playen könnte, weil mir das Spiel doch relativ viel Spaß über die gesamte Zeit gemacht hat, oder wirklich viel Spaß gemacht hat. Relativ ist ja dann immer noch ein bisschen so abwertend. Es hat mir definitiv viel Spaß gemacht über die ganze Zeit und würde eventuell sogar noch ein anderes indisches Spiel spielen wollen, allerdings kenne ich da von der indischen Machart gar keins, außer jetzt mal
mein gut, sowas wie Dragon's Dogma oder so kann man vielleicht ein bisschen damit vergleichen, aber eher auch nur geringfügig. Ich habe sogar eventuell schon drüber nachgedacht. Ich habe noch das Monster Hunter Freedom United, das ist glaube ich für die PSP. Ob ich nicht das sogar mal spiele, aber das ist halt immer so ein bisschen blöd, weil man die PSP von der nicht aufnehmen kann. Das müssen wir dann mit Kamera machen, ähnlich wie bei Mario und Animal Crossing für den 3DS. Das ist so ein bisschen eklig, aber eventuell wird es ja auch noch kommen. Man könnte es höchstens unter Umständen mit einem Emulator machen. Das weiß ich aber nicht genau, ob es da überhaupt einen fähigen PSP-Emulator gibt, ehrlich gesagt. Naja, mal schauen. Das hier hat ja noch einiges zu bieten. Ich bin ja jetzt erst auf dem G-Rang im Multiplayer zusteuern. Muss ja auch ein Multiplayer geben im G-Rang, denke ich mal. In dem Makai und im Singleplayer fehlt uns ja auch noch ein bisschen was Richtung Demonio und Co. Und dann wird es ja wohl auch noch den G-Rang geben, so wie ich das gehört habe. Also haben wir da auch noch einiges zu tun. Ja, da müssen wir uns mal schnell wieder heilen, bevor wir nochmal drauf gehen. Das wäre ein bisschen eklig. Oder haut er ab, der Stinker. Mal schnell hinterher. Der Red braucht auch eine neue Rüstung. Aber jetzt macht er böse Sachen. Ich finde es ja ehrlich gesagt sowieso ein bisschen seltsam, dass die PSP hier in Europa zumindest überhaupt nicht angekommen ist, obwohl es da relativ viele gute Spiele gibt, muss ich sagen. Ah, naja, ist wieder ein Thema für sich, denke ich. Ich denke, da hat hier in Europa einfach Nintendo mit seinem Handheld große Vormachtstellung. Die wird wohl nicht so einfach gebrochen werden. Aber nein. Wie gesagt, ein anderes Thema. Da haben wir ihm schön den Schwanz abgeschlagen. Das war richtig gut. Finde ich. Nur leider ist unser Inventar voll. Wir müssen jetzt irgendwie erstmal was loswerden, ohne dass wir dran gehen. Muss man ihn so einen blöden Käfer wegwerfen. Auch ein bisschen sehr mutig, dass wir da jetzt hingegangen sind und draufgehauen haben, muss ich sagen. Das war dann doch schon wieder ein bisschen risikobehaftet irgendwo. Vor allem haben wir auch nur noch eine grüne Schärfe, die müssen wir jetzt auch mal wieder auf klar Schiff bringen. Blaue Schärfe sozusagen. Aber mir fällt es scheinbar noch nicht auf, aber ist auch nicht so schlimm. Wie ist das eigentlich mit der Schärfe? Wie verhält sich das? Wenn man jetzt grüne Schärfe hat, aber damit zuhaut, aber trotzdem durch seine Panzerung kommt, macht man dann denselben Schaden, als wenn man eine blaue Schärfe hat und durch seine Panzerung kommt, logischerweise? Also so, hat die Schärfe wirklich nur was damit zu tun, ob man durch die Panzerung des Monsters kommt? Oder hat das auch nochmal eine Damage-Auswirkung? Das ist auch so eine Sache, die ich mich jetzt schon eine Weile frage. Wäre mal interessant zu wissen, muss ich sagen. Weiß man, wenn es irgendjemand weiß, gerne in die Comments. Wobei ich mich in der nächsten Zeit sowieso mal irgendwelchen Wiki-Seiten und Forum treiben muss, einfach um Dekorationen und sowas auszuwählen für die Gletscher-Aknaktor-Rüstung, wenn wir sie denn jetzt bald fertig haben. Ich denke, das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Ja, der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Sabber da auch schon ganz schön. Bauch kaputt. Schwanz ab, fällt er noch auf die Gusch.
denke, wenn das so weitergeht. Ich muss sagen, diese Doppelklingen, die der Red Skull anhat, die sind auch sehr interessant, muss ich sagen. Finde ich super stylisch auch irgendwie, so, wenn die dann so wie so Scheren irgendwie rumschnitzeln. Super cool. Müssen wir uns definitiv auch mal irgendwann noch besorgen. Eventuell werden wir uns sowieso mal gucken, dass wir von den Alter, was ist denn hier los? Warum sind wir denn schon wieder tot? Also langsam wird's peinlich. Ja, peinlich. Da haben wir wohl nicht so richtig aufgepasst irgendwie. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Eventuell sollten wir uns von den Parhylos generell mal alle Waffen besorgen, einfach. Letztendlich sind sie ja wirklich so mit die Stärksten, oder sind die Stärksten durch die Schleimfähigkeit, und dann hätten wir doch genügend Auswahl irgendwo. Das denke ich auf jeden Fall eine Überlegung wert. Dann hat er in der Zwischenzeit das Fenster gewechselt, als wir gestorben sind. Bisschen uncool. Naja, wie gesagt, wir brauchen ja die neue Rüstung. Kriegen wir jetzt irgendwann auch, und dann wird es, denke ich, alles ein bisschen einfacher wieder. Ich denke, es ist auch nicht unbedingt vorgesehen, dass man mit einer der Startrüstungen vom Hyatt-Rang so lange rumrennt. Ich denke, da hätten wir zwischendurch schon mal eine Rüstung sammeln sollen. Auch wenn ich so genau nicht weiß, welche. Da rennt er einfach mal durch uns durch, der stinke Kerl. Ja, da haben wir ihn. Zack, zack. Ja, da habe ich mir überlegt, ich setze jetzt mal besser in die Falle. Dann kann ich mich mal dran erinnern. Einfach aus dem Grund, dass ich schon zweimal gestorben bin und jetzt nicht noch riskieren will, dass wir die Quest irgendwie nicht schaffen. Deswegen habe ich das dann höchste Priorität gesagt, dass er keinen Schaden machen kann, aber wir Schaden machen können. Da humpelt er auch. Das heißt, wir können ihn fangen. Ich glaube, das werden wir auch tun. Müssen wir aber erstmal in den nächsten Bildschirm. Ja. So, jetzt sollte er fangbar sein. Zack, schwärze mal die Brücke bekommen. Die kann man ja ruhig schon vorher drauf werfen, wie man auch gerade sieht. Wir haben ihn direkt gefangen. Das ist super gut. Ja. Müssen wir ja wieder die... Perfekt, sagt er. Naja, ganz perfekt war es nicht, aber... Geschafft ist geschafft. Wir möchten jetzt nicht drum trauern. Müssen wir ja wieder diese ominöse Zeit warten. Frag mich, ob da in der Zeit halt dann generiert wird, was man an Items bekommt, oder was genau, wofür das genau da ist, wenn wir ihn gefangen haben. Also, oder warum er die Zeit einfach nicht überspringen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt ja in eine Videosequenz kommt mit einem Gegner, kann ich die ja auch überspringen. Warum kann ich nicht sagen, so, jetzt bitte Quest abgeschlossen Fenster anzeigen? Werde ich wahrscheinlich nicht verstehen können, aber naja. Wie dem aus Eis ist es halt. Ah, das war Reds erste Elfenbeinlagenjagd, ist ja auch cool, definitiv. Quest erfüllt, Objekte zum Bewerten an die Blabla geschickt. Und dann kriegen wir jetzt noch unsere Belohnung. Und dann ist die Episode auch schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ja, hoffe, dass die Qualität doch in Ordnung ist. Und wünsche sonst... noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.